Wunsch nach einer Kurzintervention. Ja, da können Sie ruhig stöhnen. Also, Kollege Schrudi, normal kenne ich Sie ja tatsächlich als einen sehr vernünftigen Kollegen, mit dem man auch reden kann. Normal kenne ich Sie auch so, dass Sie zuhören und dann auch verstehen und begreifen. Aber hier erstens meiner Kollegin das Wort im Munde umzudrehen, das sind Methoden, die sie seit langem anwenden. Das kann ich hier so nicht stehen lassen. Sie hat ganz klar formuliert, und das sagen wir auch mal im Finanzausschuss, wir sollten viele Dinge automatisieren und entsprechend schon in der elektronischen Datenverarbeitung vornehmen. Und insoweit ist es ein bürokratisches Monster. Aber wenn Sie in der Finanzverwaltung als angebliche Arbeitnehmer mal Vertreter fragen würden, dann würden die Ihnen nämlich tatsächlich sagen, Moment, das sind Millionen von Anträgen, die wir jetzt bekommen wegen des Progressionsvorbehalts. Und das ist der Steuerzahler ja eigentlich auch zu verpflichtet und sich vielleicht deshalb einen Steuerberater nehmen zu müssen, ist schon ziemlich heftig. Dass Sie aber auch noch an partieller Amnesie und Kurzzeitgedächtnis leiten, das würde ich Ihnen gerne mal vorlesen, was der DGB noch vor einem Jahr zum Kurzarbeitergeld und zum Progressionsvorbehalt geschrieben hat. Da schreibt nämlich Ihr DGB, ich weiß ja nicht, wie da der Haussegen schiefhängt, es ist schlichtweg nicht nachvollziehbar, warum die Koalition, da waren Sie noch in der GroKo, da wollte sogar die CDU eigentlich hier eine Entlastung vornehmen, aber ich zitiere weiter, die Kurzarbeitergeld erhalten, an dieser Stelle im Regen stehen lässt, wer mit dem Kurzarbeitergeld erhebliche Einkommensbußen hinzunehmen hat, soll nicht auch noch mit Steuernachzahlung zu kämpfen haben, so Stefan Körzel, DGB-Vorstand. Haben Sie zur Kenntnis genommen, dass diese Menschen, die Kurzarbeit machen, dann vielleicht auch bei den Renten entsprechend bestraft werden, weil nämlich die Rentenzahlungen, die dann gemeinsam geleistet werden, entsprechend auf das zu niedrige Kurzarbeitergeld angerechnet werden, die Beiträge. Auch da werden die benachteiligt. Und dann hier meiner Kollegin zu sagen, wo wir hier stehen. Wir haben ganz klar gesagt, was Ihr DGB sagt, das soll passieren, dass die Linke schlecht kopiert. Gut, da können wir dann an der Stelle nichts für. Aber dann bleiben Sie bei den Fakten und drehen hier nicht die Tatsachen um, so wie es Ihnen beliebt an dieser Stelle, lieber Kollege. Denn tatsächlich, das Kurzarbeitergeld in dieser Form bei den technischen Möglichkeiten ist ein bürokratisches Monster. Das hat aber nichts damit zu tun, dass das eventuell steuerfrei tatsächlich zu stellen ist, auch wenn ich bei Herrn Meister in vielen Ausführungen bin. Danke. Über die Grenze zwischen Kurzintervention und Rede gekommen.